Hey Leute, ich bin Sam von Match Text Budget und heute haben wir hier Bundesliga Chrome 2013-2014 und zwar die erste Chrome Serie. Davon habe ich auch schon auch schon Pack Openings gemacht gehabt. Schaut einfach mal auf unserem Kanal vorbei. Und ich hatte auch das beste Pack Opening, was ich je hatte. Also ich habe einen Link in die Beschreibung gepackt. Guckt euch an, das lohnt sich wirklich. Und hier, das ist ein Display, hier 36 Packungen drinne und es sollte zumindest ein Gutschein für eine Trikotkarte drin sein und wenn wir Glück haben, auch noch ein Autogramm. Und ja, hier sind die Päckchen so drinne und dann hole ich mal das erste raus. Wir öffnen natürlich alle 36 in diesem Pack-Opening. Hier, so sehen die Päckchen aus. Bundesliga, Chrome, 6 Spieler pro Packung. Hier, 6 Spieler auf der Packung. Es gibt nur ein Design. Ist immer Kevin Prince Boateng, Stefan Aigner, Kevin Volland, Mario Götze, Raphael und Szabolcs Hüsti. Auf der Rückseite hier Informationen zum Hersteller. Hier, Tops Deutschland GmbH, topsfußball.de, die Website Bundesliga. Und ein Barcode und hier 242 Sammelkarten gibt es plus exklusive Trikot und Autogrammkarten. Hier Starspielerkarten und Bundesliga Rekordekarten, eine pro Packung. Trikotkarten jedem 36. Päckchen, deswegen sollten, weil es halt 36 Päckchen, das heißt eigentlich ein Trikotkarte pro Display und Autogrammkarten gibt es eine pro 144 Packungen, also beim letzten Mal haben wir eine gezogen, deswegen ich hoffe, dieses Mal haben wir genauso viel Glück. Und dann öffnen wir gleich mal das erste Päckchen. Und hier, das erste Päckchen, hier mit, als erstes haben wir Yannick Westergaard. Schauen wir uns erstmal das Design an, so sehen die von vorne aus, die Karten. Hier so ein Spieler-Foto, das Club-Logo, Bundesliga-Logo. Der Name in Gold glänzend hier an der Seite und auch das Tops-Logo Gold glänzend. Auf der Rückseite nochmal ein Foto, ein Fließtext mit Beschreibung über den Spieler und dann gibt es hier noch Informationen über Nationalität und was auch immer. Und ja, also als erstes haben wir Yannick Westergaard von Hoffenheim. Dann haben wir Mario Götze von Bayern München. Karim GD von Freiburg. Das ist die erste Spezialkarte hier, Szabolcs Hüsti Starspieler, die gibt es also eine pro Packung, dann Emir Spahic von Leverkusen und Nicole Czernoweski von Mainz 05. Machen wir weiter mit dem nächsten Päckchen. Luke Labert, jetzt müssen wir mal ran. Martin Stranzl von Borussia Mönchengladbach. Sven Bender von Borussia Dortmund, Edgar Pripp von Hannover 96, dann schon der zweite, der aus dem Päckchen drauf ist, also der zweite Starspieler nach Hüsti, jetzt auch Kevin Volland Starspieler. Dann haben wir William Quist von Stuttgart und Emanuel Pogatetz von Nürnberg. Also wir haben schon hier, wir haben schon Götze, Volland und Hüsti gezogen, also unglaublich, in zwei Päckchen und drei von der Packung. Dann Anthony Modest von Hoffenheim, als nächstes dann Jarjo Ku von Wolfsburg, Carlos Zambrano von Eintracht Frankfurt, Starspieler Raphael Schäfer von Nürnberg, Robbie Cruz von Leverkusen, und Christoph Moritz von Mainz 05. Zum nächsten Päckchen. Hier haben wir als erstes Marc-André Ter Stegen von Borussia Mönchengladbach, Nuri Sahin von Borussia Dortmund, Sebastian Pocognoli von Hannover 96, dann Hakan Çalhanoğlu, damals noch bei Hamburg, Antonio Rüdiger von Stuttgart und das erste Club-Logo Borussia Mönchengladbach. Nächste Päckchen, wie viel das ist es überhaupt? Ich glaube, fünftes Päckchen jetzt. Da haben wir
Kun Castells von Hoffenheim, Jerdan Chakiri von Bayern München, Oliver Sorg von Freiburg, Starspieler Julian Schuster von Freiburg, Philipp Wollscheid von Leverkusen und dann noch Werder Bremen Club-Logo. Machen wir weiter. Haben wir hier vom Borussia Mönchengladbach Grani Chaka, von Dortmund Sokratis, dann haben wir hier Arthur Subic von Hannover, Starspieler Philipp Lahm von Bayern München, der VfB Stuttgart Club-Logo und Niklas Stark von Nürnberg. Dann haben wir als erstes hier Sascha Mölders von Augsburg, Mario Mandzukic von Bayern München, Ron-Robert Zieler von Hannover 96, dann der nächste vom Päckchen Design, Stefan Aigner, Starspieler, Daniel Schwab von Stuttgart und Daniel Ginczek von Nürnberg. Nächstes Päckchen haben wir hier von Hoffenheim Seja Zalihovic, dann Marcel Schäfer von Wolfsburg, Mike Hanke von Freiburg, da haben wir Patrick Herrmann, Starspieler von Borussia Mönchengladbach, Gonzalo Castro von Leverkusen und Niki Ziemling von Mainz 05. Dann als nächstes von Eintracht Braunschweig Dennis Krupke, Toni Kroos von FC Bayern München, Falou Diagne von Freiburg, dann das ist richtig nice, Marco Reus, Starspieler von Borussia Dortmund, die Karten fallen hier schon um, dann Stefan Reinhardt von Leverkusen und Eliero Elia von Werder Bremen. Bisher noch keine Trikotkarte oder beziehungsweise Gutschein gibt es ja für Trikotkarten, die man einschicken muss oder Autogrammkarten. Jetzt Philipp Dahms von Gladbach neben Subotić von Borussia Dortmund, Leon Andreasen von Hannover, dann Nikolai Müller, Starspieler von Mainz 05, Martin Harnik von Stuttgart und Timothy Chandler von Nürnberg. Dann als nächstes von Eintracht Braunschweig Marco Caligiuri, André Hahn von Augsburg, dann Clublogo Borussia Dortmund, als nächstes Pierre-Michel Lasogga, dann haben wir hier Starspieler Mats Hummels von Dortmund und Ronny von Hertha BSC Berlin. Bisher noch keine Rekordekarte, was mich wirklich wundert, sondern nur Starspieler. Hier als nächstes haben wir von Eintracht Braunschweig Kevin Karim Bellarabi, dann Pierre-Emerick Aubameyang von Borussia Dortmund, Jan Rosenthal von Eintracht Frankfurt. Da haben wir die erste Rekordekarte hier. Ein Teil der Meisterschale ist es und von hinten hier ist zum Beispiel die meisten gewonnenen deutschen Meisterschaften Spieler und dann hat man hier Oliver Kahn und Matt Scholl und die anderen, ja, auch richtig nice. Das ergibt dann natürlich insgesamt, gibt es 9 Karten davon, ergibt dann die Meisterschale und dazu gibt es noch eine Rekordekarte, die das Bundesliga-Logo zeigt. Und jetzt Jefferson Farfan und John Anthony Brooks. Und jetzt als nächstes Sebastian Rudi von Hoffenheim, dann Naldo von Wolfsburg, Jonathan Schmid von Freiburg, wir haben schon Sven Bender gehabt, jetzt haben wir noch den Bruder Lars Bender, Starspieler von Leverkusen, haben wir Donati von Leverkusen und
Pospisch von Mainz 05. Dann haben wir als nächstes Club-Logo FC Augsburg. Dann Sebastian Kehl von Dortmund, Giroud von Hamburg, Starspieler Julian Draxler von Schalke 04, dann noch Benedikt Höwedes von Schalke und Josip Trimmitsch von Nürnberg. München, Maximilian Beister von Hamburg, dann die nächste Rekordekarte, hier das untere Teil ist der Meisterschale, dann als nächstes Christian Clemens von Schalke und Leukemia von Werder Bremen. Ich glaube, wir sind noch nicht ganz bei der Hälfte, aber schon relativ nah, kommen wir jetzt bald zur Hälfte, da haben wir es geschafft. Dann haben wir hier Mirko Boland, dann Bayern München Club-Logo, Eintracht Frankfurt Club-Logo, noch eine Rekordekarte und das ist nämlich die mit dem Bundesliga-Logo. Das ist die Nummer 1, wenn ich nicht, oder was auch immer, die B10. Also ich muss jetzt immer diesen Kartenhaufen zur Seite machen. Dann haben wir Gonzalo Castro und wir haben die nächste Clubkarte, in einem Päckchen drei Clubkarten hier. Bayern, Eintracht Frankfurt und Hertha. Ich glaube nicht, dass Clubkarten irgendwie einen Seltenheitswert haben oder so selten sind. Ich glaube, es sind einfach normale Basiskarten. Dann haben wir als nächstes Halil Altintop. Dann haben wir Eintracht Braunschweig, Club-Logo. Dann haben wir Ivan Perisic von Wolfsburg. Da haben wir wieder ein Club-Logo. Also viele Club-Logos jetzt. Hamburg. Da haben wir Luis Gustavo, Starspieler von Wolfsburg und Clemens Fritz von Werder Bremen. Dann, nächstes Pack. Ken Reichel von Braunschweig, Virinha von Wolfsburg, Marco Rus von Eintracht Frankfurt, die nächste Rekordekarte. Hier ist obere Eck. Da haben wir Stefan Kießling von Leverkusen und die nächste Club-Logo Mainz 05. Also bisher sehe ich noch keine Doppelten, das ist richtig nice. Aber ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir haben noch keine Doppelten. Dann haben wir den 1. FC Nürnberg Club-Logo, Jakub Laschikowski, Dortmund, dann Dante von FC Bayern, Raphael van der Vaart von Hamburg, die nächste Rekordekarte. Wir haben schon rechts unten, rechts oben und jetzt auch links unten. Und dann noch Marco Höger von Schalke. Dann als nächstes Torhüter vom FC Augsburg, Alexander Manninger. Dann, ich glaube, das ist unsere erste Doppelte jetzt, Nuri Sahin. Dann Kevin Trapp, der jetzt für 10 Millionen nach Paris gegangen ist. Dann Simon Rolfes von Leverkusen, Starspieler, dann von Stuttgart Kakao und Makoto Hasebe vom 1. FC Nürnberg. Wir müssten jetzt so ungefähr bei der Hälfte sein. Ja, wenig Doppelte, aber noch keine besonderen Karten, also keine Trikotkarten oder Autogrammkarten haben wir jetzt. David Abraham von Hoffenheim. Ivica Olic von Wolfsburg. Das machen wir mal so. Marcelo von Hannover. Dann Starspieler Adrian Ramos von Hertha BSC Berlin. Robbie Cruz von Leverkusen. Und Zlatko Junuzovic von Bremen. Dann als nächstes Club-Logo vom Hoffenheim, Ceren Çakıri von Bayern, Hannover 96 Club-Logo, Roberto Firmino, 41 Millionen Mann von Hoffenheim, also ist jetzt nach Liverpool gegangen, Roberto Hilbert und Park
von Mainz 05. Dann haben wir jetzt als nächstes Max Kruse von Gladbach. Nuri Sahin schon wieder, also der gibt es anscheinend oft. Matthias Ginter von Freiburg. Dann Starspieler Daniel Bayer von Augsburg. Jermaine Jones von Schalke 04 und Enes Benhatira von Hertha BSC Berlin. Es geht ging schwer auf. Vielleicht ist dafür was Besonderes drin, ne? Als erstes haben wir Juan Arango von Gladbach. Schon wieder Mario Mandzukic. SC Freiburg Club-Logo. Lars Stindl, Starspieler, Christian Gentner und Pinola von Nürnberg. Es wäre jetzt richtig kacke, wenn wir, falls wir gar keinen bekommen würden, aber beim letzten Mal habe ich es auch ganz am Ende erst bekommen, also ich habe Hoffnung. Dennis Dogan von Braunschweig. Wolfsburg Club-Logo, dann Torschützenkönig Alexander Meyer von Eintracht Frankfurt. Rekordekarte hier, jetzt haben wir die Ecken zumindest. Dann haben wir Schalke 04 Club-Logo und Sebastian Mielitz von Werder Bremen. Manche, die meisten Packs gehen einfach auf zu öffnen, aber manche sind wirklich hart. Dann haben wir El Yunusi von Hoffenheim. Dann haben wir Toni Kroos. Mam Diouf von Hannover. Dann Starspieler René Adler von Hamburg. Als nächstes Sebastian Bönig von Leverkusen. Und Bo Svensson von Mainz 05. Jetzt als nächstes Matthias Ostrolek von Augsburg, Mkhitaryan von Dortmund, Dennis Diekmeyer von Hamburg, nächste Rekordekarte, bisher auch noch keine Rekordekarte doppelt, das ist auch richtig nice, dann Atsuro Ushida und Thomas Kraft. Von den Rekordekarten müssten wir jetzt von den neuen, haben wir einmal das Bundesliga-Logo und dann von den neuen anderen haben wir 6, glaube ich, also 6 von 9, das ist richtig nice. Dann als nächstes Christian Kramer bei Gladbach, Borussia Dortmund Club-Logo, Memedi von Freiburg, Oliver Baumann, Starspieler, Timo Werner von Stuttgart und Per Nilsson von Nürnberg. Lass mich mal zählen kurz. Das sind die Packs, die wir noch übrig haben. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. 8 Stück haben wir noch übrig, also ein Viertel. Nein, nicht ein Viertel, aber fast ein Viertel haben wir noch. Dann haben wir Tobias Werner von Augsburg, Jerome Boateng vom FC Bayern, Václav Katletz von Eintracht Frankfurt, dann haben wir Macchiardi von Starspieler von Bremen, Roman Neustädter von Schalke 04 und Mehmet Ekici von Bremen. Kommen wir zum nächsten Päckchen. Dann haben wir hier Eugen Polanski von Hoffenheim, Jerome Boateng von Bayern München, Leonardo Bittencourt von Hannover 96, Starspieler Sebastian Rode von Eintracht Frankfurt, Ömer Toprak von Leverkusen und Heinz Müller von Mainz. Also dann als nächstes von Borussia Mönchengladbach Toni Janschke, Robert Lewandowski von Dortmund,
Gelson Fernandes von Freiburg, Starspieler Ilkay Gündogan von Dortmund, als nächstes Georg Niedermeyer von Stuttgart und Sami Alagui von Hertha BSC Berlin. Kommen wir zum nächsten Päckchen. Warte, das fünftletzte Päckchen. Also ich bin wirklich nervös, weil das wäre richtig kacke, wenn wir nichts bekommen würden. Hier Andreas Beck, dann Manuel Neuer von Bayern München, Sané von Hannover, Starspieler Aaron Hunt von Werder Bremen, Bernd Leno von Leverkusen und Nils Petersen von Werder Bremen. Dann als nächstes Alvaro Dominguez von Gladbach, Sven Bender von Borussia Dortmund, Julien von Freiburg, Domi Kumbela, Starspieler von Braunschweig, Sven Ulreich von Stuttgart und Alexander Baumjohann. Ah, nur noch drei Päckchen, also ich bin wirklich nervös, weil das wäre so kacke. Dann haben wir hier El Abdelawi von Braunschweig, wieder Lewandowski, Arslan, dann Bikarcic, Starspieler von Braunschweig, Roberto Hilbert von Leverkusen und Nico Schulz. Hier zwei Päckchen nur noch, oh mein Gott, was eine Scheiße. Aber ich glaube bei meinem anderen, als sie das beim anderen Display, was wir hatten, da haben wir glaube ich in den letzten sechs Päckchen haben wir dann noch die beiden besonderen gezogen. Also ich habe Hoffnung. Nicht mehr auf eine unterschrieben, aber zumindest auf dem Trickbutton muss eigentlich dabei sein. Dann haben wir hier Pau Verhaag, Mane Neuer, Takashi Inui, Starspieler Hosugai, Max Meyer und Luca Caldirola. Oh mein Gott. Leute. Das letzte Päckchen, wirklich hier. Die Box ist leer. Oh mein Gott, letztes Päckchen. Sechs Spieler pro Packung. Irgendwie, dieses Jahr konnte man ja mit Biegen rausfinden, aber... Oh mein Gott, ich bin so nervös. Wie scheiße das wäre, wenn da nichts drin ist. Oh mein Gott, oh scheiße, ich bin so aufgeregt. Das ist das letzte Päckchen. Ah, scheiße. Ihr könnt euch das wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Wenn man sich so ein ganzes Display holt und dann im letzten... bin ich beim letzten Pack. Oh mein Gott. Also fangen wir an. Alexander Baumjohann von Hertha BSC Berlin. Dann VfB Stuttgart Club-Logo und... Jawohl, jawohl. Gutschein für die Trikotkarte. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wenn ihr... Ah, wie geil. Im letzten Päckchen, Leute, im letzten Päckchen haben wir den Gutschein für eine Trikotkarte. Ich bin so erleichtert. Dann haben wir noch den ersten doppelten Starspieler, Sebastian Rode von Eintracht Frankfurt. Nochmal Hoffenheim, Club-Logo. Und Sebastian Nielitz. Und ich zeige euch am besten nochmal diesen Gutschein. Also so sieht er aus. Das Logo vorne drauf, Topps Bundesliga Chrome, Gutschein in Gold hier für eine Memorabilienkarte mit einem Stück eines original getragenen Trikots. Auf der Rückseite herzlichen Glückwunsch. Du hältst einen Gutschein für eine Memorabilienkarte mit einem Stück eines original getragenen Spieltrikots von Bundesliga Chrome von Topps in deinen Händen. Bitte sende diesen Gutschein mit Angaben deiner Adresse an unser Büro in Frankfurt am Main. Und hier ist noch so ein Hologramm oder wie das auch heißt, so Glitzersticker mit ganz oft dem Topps-Logo. Und ja, ich werde es dann mal an Topps schicken und ihr werdet dann auch noch ein Video dazu bekommen. Und sehen, was für eine Trikotkarte ich im Endeffekt bekomme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also
vielen Dank nochmal an über 1000 Abonnenten. Ich hatte das letzte Mal, wo ich ein Display geöffnet habe, war glaube ich zu 500 Abonnenten. Und das kommt mir auch gerade erst so vor kurzem vor, obwohl es dann auch schon wieder ein bisschen her ist. Aber ihr seid Hammer, also hier, das wäre für euch dieses Display Opening. Und am Ende war es ja doch noch erfolgreich. Also ich hatte wirklich Herzrasen bekommen, weil ich hier, oh mein Gott, ich bin immer noch so nervös, weil im letzten Päckchen hat sich dann der Gutschein versteckt und ja. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt doch einen Daumen hoch und auf jeden Fall abonnieren nicht vergessen, falls ihr es noch nicht getan habt. Hier gibt es viele, viele Videos in nächster Zeit. Jetzt, wenn die neue Bundesliga-Saison anfängt, dann gibt es natürlich ganz, ganz viele Matchtext-Videos, auch ganz viele Pack-Opening-Bus-Games. Und ja, dann sehen wir uns bald wieder hier bei den Matchtext-Buddies. Tschüss!